Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein mega krasses XXL Aufgebraucht-Video für dich und wenn du Bock drauf hast, meine aufgebrauchten Produkte, die im März und im April leer gegangen sind, zu sehen und Review zu bekommen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und das mit dem Essen und Trinken meine ich auch vollkommen genauso. Weil das wird wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn ich mir angucke, wie viel hier auf meinem Tisch steht. Ich habe hier auch meine volle Flasche Waterdrop stehen. Und da drin habe ich auch den neuen, den Giro. Der ist nämlich auch mit ein bisschen Koffein. Ne? Claudi, 5 gibt 5 Euro Rabatt, ab 25 Euro Bestellwert. Aber ne, wollte ich nur mal kurz erwähnen, Leute, trinkt wirklich was. Holt euch vielleicht auch noch einen Snack mit dabei. Das wird hier ein bisschen länger, ne? Deswegen Prost. Und ich brauche das für meine Stimme. Ich habe das die letzten Male gemerkt, dass wenn ich halt die Aufgebraucht-Videos drehe, wo ich eigentlich ohne Punkt und Komma gefühlt rede, dass ich irgendwann hier voll den Kloß im Hals kriege, weil ich einfach, geht voll ab. Okay, also, Sammy ist auch am Start. Der lässt sich jetzt gleich von mir in den Schlaf reden. Ihr seht ihn hier, noch ist er wach. Genau, so, ich habe hier meine Tops und Flops. Ich habe hier alles Mögliche. Vor allem sind das Top-Produkte, die Produkte, die wirklich Flop waren, seht ihr dann in meinem Aussortiert-Video. Ist aber selten, weil ich bin ein Mensch, der leicht zu begeistern ist, Leute. Bin ich ehrlich. Aber ich habe es euch auch schon in meinen Quartalsfavoriten gezeigt. Diese beiden Produkte von Beautymates. Werbung, Werbung, ihr wisst Bescheid, ne? Claudis Welt 30 gibt euch 30% Rabatt auf den kompletten Online-Shop. Und ich habe jetzt leer gemacht die beiden Schätzeleins. Das ist einmal der Anti-Pickel-Booster und das ist der Anti-Falten-Booster. Und die sind beide auf ihre Art und Weise ziemlich scharf. Also eigentlich war das für mich so, okay, ich habe die ja beide gleichzeitig verwendet und ich habe auch tatsächlich beide zusammen morgens in meine Tagespflege gemischt von Beautymates. Und das war so ein bisschen, einerseits tust du was gegen deine Unreinheiten und fühlst dich so ein bisschen zurückversetzt in deine Jugendzeit, wo man halt Unreinheiten hat, aber durch die Masken, da haben wir das jetzt ja gerade sowieso alle. Und mit dem Anti-Falten-Booster mache ich quasi so Anti-Aging und so. Echt witzig, Leute. Aber gut, ja, habe ich gleichzeitig verwendet und das hat mir auch wirklich gut getan. Der Anti-Pickel-Booster ist halt vor allem dafür da, um halt gegen deine Unreinheiten zu kämpfen, ne? Um Pickel halt wegzumachen, dein Hautbild ebenmäßiger zu gestalten. Und der hat Vitamin C und Vitamin B3, glaube ich, mit drin. Geil finde ich einfach, du hast hier diese Pipette, ne? Das ploppt hoch, dann ist die Pipette befüllt und dann ist da halt was drin. Das kannst du dir dann in deine Creme mischen. Ich mische mir das immer in meiner Hand. Und in meiner Handinnenfläche und gebe das dann auf mein Gesicht. Habt ihr auch schon öfters mal bei Schminkies als Primer zum Beispiel in Anwendung gesehen. Und das finde ich halt praktisch, weil du kombinierst so Serum und Tagescreme auftragen oder Nachtcreme auftragen in einem Schritt. Das geht recht schnell. Du kannst dir das auch 14 Tage hintereinander so als Kur einfach geben, ne? Dass du dir das wirklich pur auf die Haut gibst. Ich würde nicht empfehlen, das länger zu machen, weil die Dinger sind dreimal so hoch konzentriert wie ein normales Serum. Deswegen, das ist Wirkstoffkosmetik. Da kriegt ihr ordentlich was aufs Gesicht. Also das ist halt ordentlich Wirkstoff. Und genau, ne? Das ist halt das, was man bedenken sollte. Da ist keine Rotzepampe drin, das ist vegan, tierversuchsfrei, keine PEGs, Parabene, Silikone, Mineralöle, Paraffine, Duftstoffe, das ist alles nicht mit dabei. Finde ich echt klasse, deswegen mag ich die Produkte von Beautymates und nerv euch damit ständig und halte euch die in die Kamera. Ja, genau, soviel zum Anti-Pickel-Booster. Genau, damit habe ich so meine Masken ein bisschen bekämpfen können, konnte meine Unreinheiten im Gesicht auch wirklich bekämpfen. Und der Anti-Falten-Booster ist eine ganz witzige Geschichte. Ich höre das öfters mal auf anderen Kanälen, dass da über diesen Spilantox oder so gesprochen wird oder Spilantan. Spilantol habe ich mir aufgeschrieben, heißt das. Genau. Das ist so ein ganz witziger Wirkstoff, der quasi natürliches Botox ist, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Also der macht halt, dass deine Mimikfältchen erschlaffen. Also ne, ist ja faltenreduzierend und das fand ich ziemlich witzig. Und das ist auch ein ganz geiles Produkt. Also den habe ich auch wirklich in meinen, ja, in meinen hier Quartalsfavoriten genannt. Denn du siehst es wirklich, ne? Mimikfältchen sind halt ganz normal. Ich habe keinen Botox im Gesicht. Ich kann meine Augenbrauen ganz normal bewegen. Manchmal, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber manchmal kann ich auch eine nur anheben, aber ich kann mich dabei nicht im Spiegel angucken. Das ist ziemlich witzig. Aber auch das gibt Falten hier oben. Es gibt hier natürlich Falten in der Stirn. Ich habe an den Augen natürlich auch meine Fältchen. Ich habe Lachfalten.
Ich mag aber meine Falten, denn ich weiß, woher sie kommen und sie machen durchaus Sinn. Denn ohne Falten und total glatt gebügelt würde ich auch ein bisschen merkwürdig aussehen, muss ich gestehen. Deswegen, ja, finde ich die beiden klasse, kann euch die wirklich ans Herz legen. Die habe ich aufgebraucht. Warum rede ich da jetzt so viel drüber? Einfach nur so. Genau, und wenn ihr nicht genau wisst, welche... Achso, ich stelle das zur Seite, weil das ist jetzt nicht Plastikmüll. Wenn ihr nicht genau wisst, welche Produkte für euch so in Frage kommen, dann schaut mal beim Produktberater vorbei. Das ist halt so ein Berater. Da kannst du halt eingeben, was deine Haut so braucht oder was du empfindest, was deine Haut, ne, wie deine Haut sich halt so anfühlt. Und dann wirst du da so durch so ein Fragegedönsen durchgeführt und kannst dir dann später im Set-Konfigurator dein Set so zusammenstellen, wie es dir im Produktberater vorgeschlagen wurde. Und wenn du es im Set-Konfigurator dir kombinierst, das Set, dann sind die Produkte generell schon mal ein bisschen günstiger, weil die Masse macht immer den Rabatt. Und da kannst du dir das auch so zusammenstellen, wie du möchtest. Du musst nicht unbedingt eine Creme mit reinnehmen. Du musst nicht unbedingt einen Booster mit reinnehmen. Du kannst ja auch 5 Cremes oder nur 5 Booster holen oder so, ne, wie du halt möchtest. Das ist vollkommen dir selbst überlassen. Ich habe es, wie gesagt, auch teilweise kombiniert mit meinen bestehenden Tagescremes, weil die sind halt auch da. Und ja, wie gesagt, Claudis Welt 30 gibt dir dann nochmal on top 30% Rabatt. Alles dazu unten in der Infobox. Und jetzt muss ich aber zusehen, dass ich auch mal ein bisschen schneller rede. Denn jetzt habe ich schon 5 Minuten darüber geredet, ohne was anderes zu zeigen. 2 Produkte, 5 Minuten. Ich glaube, wir sitzen hier morgen noch. So, wie gesagt, ich habe auch andere Cremes verwendet, die ich dann damit kombiniert habe. Das war einmal hier, die war in der Yoga Junkies Box drin. Auch da habe ich einen Code, Leute. Wenn ich einen Code habe, ich blende euch den ein, ich packe euch den in die Infobox und so weiter, weil ansonsten rede ich hier nur noch von Codes und nicht von Produkten. Ich glaube, das geht euch auf den Sack, ne? Ich habe jetzt schon 2 genannt. Unglaublich. Oh, okay, müsste aber Claudi 10 sein. Ja, auf jeden Fall. Hydra Calm Face Cream von Grums war in der wundervollen Edition, die ich zusammen mit der Yoga Junkies Box im Februar gestalten durfte, enthalten. Das ist eine Creme, Wirkung geil, tolle Pflege, hat mich echt schön, ne, Gesicht schön angefühlt, alles tippitoppi. Ich habe die Box tatsächlich auch ein paar Mal öfters bestellt, um sie jetzt so zu Ostern auch zu verschenken. Ich habe sie auch zum Geburtstag an meine Schwiegermama in Spee verschenkt und so weiter, ne, also habe ich mir selber noch ein paar Mal gekauft, hey. Und da waren halt auch diese Produkte enthalten und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich die Produkte doof gefunden hätte, ne, ja. Und ja. Die riecht halt nach Kaffee. Das kann man mögen. Ich liebe Kaffee. Deswegen habe ich die auch morgens verwendet. Aber nicht jeder mag Kaffee. Ne? Also die war von der Pflege toll. Die war total mußig und angenehm auf dem Gesicht. Und der Deckel ist Plastik. Und es hat mir einfach gefallen, die zu verwenden. Es hat mir, das hat mir vieles gegeben. Die ist mit Hyaluronsäure, Coffee Ground Extract, also quasi mit Kaffeesatzextrakt, mit Glycerin, Kokosnussöl und Shea-Öl. Und man hat diese ganze Pflege von dieser Geschichte echt gemerkt. Und ich habe sensible Haut, deswegen vertrage ich die Booster von Beautymate so gut, deswegen habe ich das auch gut vertragen können, weil das einfach eine natürliche Kiste war. Deswegen mega Empfehlung, wenn man Kaffeeduft mag. Na, wenn man ihn liebt. Man sollte wirklich sehr drauf stehen. Dann habe ich noch ein Produkt leer gemacht, weil ich die ja auch gerne so für mich mal vergleichen wollte mit der Beautymates Hyaluron Lift Cream. Und das ist die Charlotte's Magic Cream. Die habe ich dann abends verwendet, wenn ich die von Beautymates morgens verwendet habe. Einfach so für mich zum Vergleich, ne? Ich muss sagen, dass ich nicht finde, dass die so vergleichbar sind, weil die Konsistenz ist unterschiedlich. Ich finde, die von Beautymates ist ein bisschen, hat glaube ich einen höheren Wasseranteil oder so mit da drin. Die hier ist wirklich sehr, sehr seidig. Sehr, sehr seidig-cremig halt, ne? Seidig-cremig gibt's das? Ich habe keine Ahnung. Welche mir jetzt besser gefallen hat? Die von Beautymates, weil du da halt keine Duftstoffe drin hast, du hast da kein Rampampam drin. Das ist einfach so vom Gefühl her besser für meine Haut, ne? Weil ich die einfach auch dann dementsprechend besser vertrage. Ja, man riecht halt, ne? Es ist mit Duftstoffen schon. Und die hatte ich halt in dieser Beauty Chest drin, in dieser Schatztruhe von Charlotte Tilbury. Deswegen habe ich die auch einfach verwenden können und hatte die da, habe sie verwendet, konnte es vergleichen. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen nicht ganz so vergleichbar. Das ist Plastik. Okay. Dann habe ich auch von Charlotte Tilbury ihr Magic Serum verwendet und das habe ich tatsächlich. Also das Magic Serum Crystal Elixir, das habe ich morgens verwendet und teilweise habe ich mir danach auch, also vor allem meistens, ne, habe ich mir keine Foundation danach aufgetragen und Leute, ich habe geglänzt. Aber Wahnsinn. Ja, das ist halt wirklich dafür da, dass du ein Glow ins Gesicht bekommst und dass du strahlend aussiehst. Es sieht halt viel besser aus, wenn du da eine Foundation drüber gibst, weil ansonsten
kann es sein, dass du sehr speckig aussiehst, ne? Gerade so Stirnzone, ja, wobei Nase und so ist bei mir jetzt nicht so problematisch, aber die Stirn war halt schon sehr präsent, ne? Wenn ich dann Zoom-Meetings hatte und mich dann auch gesehen habe, man sieht sich ja selber auch, dann habe ich auch gedacht, huch, du glänzt hier gerade vom Mond. Nein, bis zum Mond und wieder zurück, genau. Und ja, aber ich fand das eigentlich schön. Also es hat sich schon pflegend angefühlt. Es ist ein sehr flüssiges Serum, kommt so mit einer Pipette raus. Das war schon nice, würde ich mir aber so nicht nachkaufen, muss ich gestehen. Da hole ich mir lieber halt zum Beispiel das AHA, den AHA Glow Booster, den ich auch schon da habe. Der ist nicht so intensiv von diesem Glow-Effekt, aber der gibt halt auch Glow. Und der ist halt schon günstiger als das von Charlotte Tilbury. Auch das Äpfel mit Birnen vergleichen. Etwas, was sackenteuer war und in der Beauty.at-Box drin war, Unboxing ist schon online, ich weiß es nicht, ist das Radical Skincare Rejuva Firm Resurfacing Serum. Und da, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, dass dieses kleine Pöttchen hier fast 50 Euro oder so kostet. Ich weiß nicht, 8 Milliliter sind hier auf jeden Fall drin. Dafür, dass es so sackenteuer war, ist es natürlich eine sehr billige Verpackung, aber es ist ja auch nur eine Probe gewesen, ne? Ich fand das schon cool, ja, muss ich sagen. Also ich habe mir das ich habe einen Toner drauf gemacht, dann habe ich mir das Serum drauf gemacht, dann habe ich mir, ich habe doch ein bisschen Layering gemacht, ich muss es ja ehrlich sagen, ne? Dann habe ich das ein bisschen einwirken lassen und dann habe ich mir halt die Beauty Mates mit den Boostern nochmal drüber gegeben. Ne? Also es hat mein Leben nicht verändert, aber es war schon irgendwie ein kleines Gefühl von Luxus, als ich das für mich so aufgetragen habe, muss ich ja auch ehrlich sagen. Aber ich würde es mir natürlich nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von eCooking ein Moisturizing Serum verwendet. Ich habe diese Doppel-Layering-Serum-Geschichte vor allem dann gemacht, als es hier so trockene Luft war. Wir haben hier teilweise bei uns im Haus unter 20% Luftfeuchtigkeit, dann zeigt nämlich unser Luftfeuchte-Messgerät LL an. Wir haben hier zwei verschiedene Luftfeuchtigkeit-Produktionsgeschichten. Das ist einmal so ein Turm, den hat mein Freund mal irgendwann bestellt. Da kommt halt einfach dann Wasserdampf raus und beduftet hier, beduftet alles, nein, der macht halt Wasserdampf, dass es hier schon ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit gibt. Ich kriege dann immer Druck auf den Ohren, habe ich jetzt gerade auch. Ich muss trinken, dann merke ich nämlich, ich kriege auch super trockene Haut davon. Meine Augen tun weh, mir tut einfach alles davon weh. Meine Haare sind elektrisiert und mein Kopf tut weh. Gegen den Kopf, gegen die Haare und so weiter kann ich dann natürlich nicht so ultra viel machen, aber mit der Haut kann ich schon mal ein bisschen vorbereiten. Ne? Das war, glaube ich, mal irgendwo in der Box oder im Adventskalender drin. Das heißt, ich brauchte diese intensive Feuchtigkeitsgeschichte und habe mir das jetzt einfach nochmal mit zusätzlichen Serien und gleich seht ihr auch mit Masken und Ampullen und so weiter gegeben. Denn es war halt wirklich, also oder es ist aktuell noch ziemlich krass. Wir haben heute den 11.04. Morgen soll es ein bisschen wärmer werden. Dann wird es so langsam kommen, dass die Luftfeuchtigkeit wieder steigt, weil natürlich das, was im Boden ist, wird verdunsten. Dann kommt es auch hier in die Wohnung rein. Achso, und das Zweite, was wir übrigens haben, ist ein Ventilator, der auch so Luft Nebelgedönsen macht. Eigentlich hatte ich den im Sommer gekauft, aber ist auch super noch eine Ergänzung. Und somit kriegen wir noch ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit, dass wir hier mindestens so 34 auch mal erreichen. Egal. Auf jeden Fall habe ich das zusätzlich verwendet, fand ich ganz nice. Würde ich mir aber so nicht nachkaufen, weil das halt für mich eher so eine SOS-Lösung war. Ne? Genau, und das drehe ich jetzt auseinander, weil das ist Glas und das ist Plastik. Leute, Mülltrennung ist super wichtig. Ne? Das von Beauty Mates kann ich leider nicht trennen, weil du hast hier die Pipette halt aus Glas, ne? Und die gebe ich dann einfach auch in den Glasmüll. Ist ein bisschen blöd, oder? Ich gebe dann den Kopf davon. Genau, eigentlich müsste ich das so machen, ne? Dass quasi das hier kommt in den Glasmüll und das hier kommt in den Restmüll. Ich glaube, so muss ich das tatsächlich aufteilen. Gut, aber da muss ich dann nachher mal schauen. Da muss ich euch nicht auf den Sack mitgehen, ne? So, ich habe gesagt, ich habe ein paar Ampullen gemacht, genau. Es war zwischenzeitlich auch ein bisschen warm. Da habe ich die Beauty Mates The Natural Box mit euch zusammen ausgepackt. Und da waren diese Ampullen drin von Arcaia German Cosmetics Nature Vibes Ambiance de la Nature. Da waren drei Ampullen drin. Und ich habe direkt, als ich die Box ausgepackt habe, mich auf das erste Ampüllchen gestürzt und die Tage danach dann die anderen beiden gemacht. Und ich habe mir auch Notizen dazu gemacht. Die sind nämlich jetzt leer. Zum einen hatte ich hier drin die Aloe Vera Ampulle, die habe ich direkt in dem Unboxing gemacht. Die fand ich sehr erfrischend, habe ich hingeschrieben. Bei der Hemp and Olive Ampulle war das so, dass es erst ein bisschen gebrannt hat, aber dann war es schön pflegend. Manchmal ist es so, gerade bei Wirkstoffkosmetik, ne, dass du halt wirklich merkst, dass die Haut kurz darauf reagiert. Aber wenn es nach 10 Sekunden immer noch ein unangenehmes Gefühl ist, wasch es besser ab. Aber ne, so am Anfang ist es dann manchmal gar nicht so schlimm, das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Genau, dann haben wir die Vitamin C Ampulle drin gehabt, erfrischen. Ich habe mir nur drauf geschrieben, Achtung abends oder Lichtschutzfaktor danach auftragen. Genau, das mache ich nämlich auch, wenn ich zum Beispiel die Anti-Pickel-Booster-Geschichte genommen habe oder jetzt aktuell auch bei der Porenminimierungsgeschichte. Danach gebe ich mir immer einen Lichtschutzfaktor drüber, weil da halt Vitamin C drin ist. Und wenn du Vitamin C auf deine Haut gibst, dann ist die Haut nicht mehr so geschützt vor der Sonneneinstrahlung. Ne? Muss man dran denken. Und genau, so sahen die Ampullen aus. Das fand ich sehr hübsch vom Design her, war schön gemacht. Und so sieht übrigens meine Handschrift aus. Läuft. Genau. Und ja, viele haben aber meine Handschrift auch schon gesehen, denn so viele Verlosungen, wie ich mittlerweile gemacht habe, puh, Leute. Puh, so viele handgeschriebene Karten. Manchmal habe ich ein bisschen geschwächelt, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht mehr mit dem Kartenschreiben hinterherkam. Aber ansonsten, wenn man etwas bei mir bei der Verlosung gewinnt, kriegt man eine handgeschriebene Karte mit dabei. So, hier habe ich meine Dalton-Ampüllchen reingepackt. Und es war gut, dass ich sie da reingepackt habe, denn eine Ampulle, manchmal bin ich auch ein bisschen grobmotorisch, ist mir sogar zerbrochen. Das war die Stressless-Ampulle. Da habe ich zwei Stück von gemacht. Und ich habe hier mein Säckchen leider versaut. Aber das Leben ist so, ist ziemlich hart, ne? Hm. Genau, mit Dalton habe ich ja auch die Kooperation. Das heißt, da bekomme ich ja auch die Produkte zum Testen zugeschickt oder auch zum Verlosen teilweise. Und ja, da hatten wir jetzt im Februar oder im März? Im März war der Ampullenmonat, ne? Genau, da habe ich mitgemacht. Und da habe ich hier einmal die Stressfrei-Ampulle. Will jetzt gerade, ja doch, jetzt haben wir es scharf, ne? Habe ich zweimal leer gemacht. Das ist halt eine Ölbombe. Das Problem bei dieser Ampulle ist halt wirklich gewesen, dass mein Gesicht dieses Öl nicht aufnehmen konnte. Die habe ich auf dem Gesicht gemacht. Die ist natürlich erst später zerbrochen, als ich sie habe fallen lassen. Ein Hoch auf mich. Aber auf dem Gesicht hat sie mir nicht gut gefallen. Bin ich ehrlich. Das ist mir zu glitschig. Mag ich nicht so gerne. Auch wenn man sie aufteilt auf mehrere Tage. Ich mag dieses Öl, was da drin ist, einfach nicht so gerne. Aber das ist halt Geschmackssache. Ich habe mir dann die zweite, die ich hier noch hatte und die ich mir hingestellt habe zum Verwenden, für die Füße verwendet. Und dafür war die richtig geil. Das muss ich sagen, das hat mir enorm gut gefallen, hat Spaß gemacht, hat meine Füße toll gepflegt. Ich habe es jetzt auch wieder in den Händen. Und da ich meine Füße, da kommen wir auch gleich nochmal zu, nachts eincreme, oder abends halt, ne? Ich habe geduscht und dann creme ich mir die Füße ein und dann ziehe ich mir Socken an. Und dann hatte es wirklich die ganze Nacht Zeit, schön in die Füße einzuziehen. Und das hat die Füße toll gemacht. Das hat mir gut gefallen. So, dann nehmen wir mal die anderen Ampüllchen hier. Oh ja, da habe ich hier einmal die C-Ampulle. Das ist, die habe ich, oder die habe ich zweimal leer gemacht. Die schaut so aus. Ist so mit so einer blauen Flüssigkeit normalerweise drin. Und die ist super angenehm pflegend. Also ein ganz schönes Gefühl. Das ist so ein Water-to-Cream Konsistenz würde ich das nennen. Ne? Du machst es drauf, ist relativ flüssig und je mehr du es einarbeitest, desto mehr emulgiert das quasi so ein bisschen auf und dann hast du halt so eine schöne pflegende Geschichte im Gesicht und das hat mir gefallen, muss ich sagen. So, dann habe ich gestern Abend erst verwendet, die No Filter Needed Ampulle. Das ist eigentlich eine Ampulle, die man morgens verwendet, ne? Weil das ist so eine Blurring-Ampulle. Die blurrt dein Gesicht, die macht so einen kleinen Weichzeichner drauf, dass du halt ungeschminkt schön aussiehst. Ich verwende aber Ampullen meistens abends, weil ich da am meisten Zeit für habe. Deswegen, ja, aber das ist eine schöne Geschichte, Blurring, ne? Kannst du auch gut unter Make-up tragen. Und dann habe ich hier noch verwendet zweimal die Q10-Ampulle und die ist witzig, weil die kühlt. Also für den Winter ist es jetzt ein bisschen dämlich gewesen von mir, die zu verwenden, um ehrlich zu sein. Das ist mehr eine Ampulle, die ich im Sommer verwenden würde, weil die halt, du gibst die auf und die hat direkt so ein schönes, so einen kühlenden Effekt auf dem Gesicht. Sehr, sehr angenehm und hat mir gefallen. Und ich habe das auch manchmal, gut, gerade wenn wir jetzt den Kamin an hatten, was natürlich auch dazu beiträgt übrigens, dass die Luftfeuchtigkeit sinkt. Trinkpause. Dass mein Gesicht halt nicht nur ausgetrocknet war, sondern auch wirklich, als hätte ich direkt vor einem Feuer gestanden. Weil dadurch, dass die Luft bei uns so trocken ist, ist meine Haut viel angreifbarer. Naja, auf jeden Fall habe ich die aufgebraucht. Die kann ich empfehlen. Die haben mir Freude bereitet. Ich packe die jetzt aber hier nochmal in mein Grumspöttchen rein, damit die mir gleich nicht runterfallen. Weil wenn so eine Ampulle runterfällt, das ist ein bisschen blöd. Ne? Das habe ich bei der Stressless-Ampulle gemerkt. War blöd. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Gesichtsmasken. Ich habe relativ
So ein Vogel, ne? Ich will gerade sagen, dass ich relativ wenig Gesichtsmasken verwendet habe und habe hier, weiß ich nicht, ein paar liegen. Okay, aber für meine Verhältnisse habe ich in 2 Monaten doch sehr wenig Gesichtsmasken verwendet, weil ich habe mit euch ja die Maskenweltreise gemacht, wo ich ganz viele Maskentypchen und Maskenpöttchen aufgemacht habe. Und die brauche ich jetzt natürlich nach und nach auf. Wenn es aber mal schnell gehen sollte und ich einfach mal Bock auf eine Tuchmaske oder so hatte, habe ich mir auch eine genommen. Und da erzähle ich euch gleich ein bisschen was zu. Hier habe ich jetzt von Pixi die Glow Matte Mask einmal aufgebraucht. Die habe ich euch auch in meiner Weltreise gezeigt. Ne? Da sind wir gemeinsam mit durchgegangen, mit der einen Anwendung. Den Rest davon habe ich dann nachher aufgebraucht. Die fand ich schön. Die hat auch schön die Haut geklärt. Und meistens verwende ich sowas. genau. Hier steht nicht drauf, wie lange man die drauf lassen muss. Ne? Nee. Meistens habe ich das so gemacht, dass ich mir ganz normal abgeschminkt, damit ich unter die Dusche, habe dann da nochmal meinen Schaumcleanser genommen und habe meine Haare schamponiert und ausgewaschen. Dann habe ich mir eine Haarkur reingemacht, dann habe ich mir die Maske drauf gemacht, die Dusche natürlich ausgestellt und habe mich dann rasiert und gepeelt. Das war voll geil. Also kann ich nur empfehlen, weil manchmal müssen diese Masken, ne, ein bisschen länger einwirken, genauso auch Haarmasken. Und ja, dann stehe ich halt nackelig eine ganze Weile in der Dusche rum, aber wir haben bei uns jetzt in der Dusche nicht die Eiseskälte, weil ist nicht. Ich habe ja vorher die Dusche auch angehabt. Dementsprechend ist der Raum ja auch warm. Ja, und das war sehr, sehr praktisch. Ne? Habe ich mit der auch gemacht. Das mache ich auch gerne mit der von Dalton, mit der Oystermaske genauso. Oder mit der Yepoda Cetox Maske. Richtig geil. Und ja, genau. Weil das ist dann Purifying. Und genau. Faden. Da ist er. dann kann ich nämlich nachher direkt einfach mit dem Kopf unter die Dusche und das ganze Kram abwaschen und muss dafür keine Reinigungspads dreckig machen oder sonst irgendwas. Das ist halt sehr praktisch. Ne? Natürlich muss ich ab und an den Abfluss reinigen, aber hey, so ist es halt besser, finde ich. Ja. Und die hat mir gut gefallen, die hat schön geklärt. Jo, hat mir einfach gut gefallen. Ne? Das ist übrigens super lecker, das Neue. Ne? Das hat so, soll nach Kirschblüte auch schmecken. Das tut es voll lecker. Okay, Tuchmaske Nummer 1, die ich aufgebraucht habe, ist von Secret Nature. Die Moisturizing Rose Mask Sheet Geschichte. Habe ich von der lieben Vanni geschenkt bekommen. In meinem Weihnachts-Osterpaket. Hier habe ich geschrieben, für sehr durstige, liebebedürftige Haut. Geil. ja, okay. Ist dem noch was hinzuzufügen? Eigentlich nicht. Dann habe ich von Nicole geschenkt bekommen die UT iPad Mask. iPad Mask, genau. Hatte ich, ja, genau, von ihr geschenkt gekriegt. Ich glaube, das waren die blauen. Oder waren das die? Nee, das waren die roten, ne? Die roten, diese Blitze? Weiß ich nicht. Durchfeuchtet schön und ist fancy. Genau, nee, das waren die Herzen. Die roten Herzen ist hier hinten abgebildet. Voll cool. Und eigentlich verwende ich ja Masken so in dem Pöttchen. Da sind 60 Stück drin, also für 30 Anwendungen. Heißt, du hast viel weniger Müll, ne? Aber wenn ich sie geschenkt bekomme oder meiner Beautybox drin habe, dann probiere ich die halt auch gerne mal aus. Ja, aber haben mir gut gefallen. Das fand ich schon witzig. Dann habe ich hier wieder eine Rosenmaske. Das ist die Holika Holika Damask Rose Maske. Auch die habe ich von der lieben Bunny geschenkt gekriegt. Die hat mir so ein richtig schönes Rosenpaket gemacht. Fand ich richtig, richtig gut, die Maske. Nass, dünn, beruhigend und einfach pflegend. Also ich mag koreanische Masken einfach gerne. Ne? Das ist eine tolle Geschichte und bei meiner trockenen, sensiblen Haut wichtig. Von Starskin habe ich diese VIP 7 Second Luxury All Day Mask gemacht. Das ist so ein Pad gewesen. Habe ich mit euch zusammen in meinem Full Face Beauty Boxen von März, glaube ich, gemacht. Genau, und hier ist halt so ein Pad drin. Damit geht man dann erst mit der einen Seite, dann mit der anderen Seite übers Gesicht. Und das ist halt auch so ein Primer und Maske und allen Rampampam. Ganz ehrlich, das braucht man eigentlich nicht, ne? Übrigens ist das Restmüll, Claudia. Eigentlich braucht man das nicht, weil dafür, dass es nur eine Anwendung ist, ist es ganz schön hochpreisig, aber es ist fancy. Doch, muss man ihm lassen, aber nachkaufen würde ich mir das persönlich nicht. Dann habe ich von Dalton eine Maske gemacht. Das ist, ja, ich habe Probleme mit Masken, Leute. Für die unreine Haut, Face Care Clear Skin Blemish Sheet Mask. Und das ist ein veganes Produkt und das habe ich im PR zugeschickt bekommen, wollte ich nur nochmal dabei sagen. Ne? Das ist ein... Jetzt habe ich was ganz anderes gelesen. Ein dünnes, geliges Pad, hautberuhigend und angenehm gegen Pickel. Joa, bestimmt. Siehst du halt nicht, ne? Es ist jetzt nicht so, du machst dir die Maske drauf und dann nimmst du sie runter und danach hast du keine Pickel mehr. Das wäre ein Traum, wenn das so wäre. Aber, naja, sie war schon angenehm, ne? Sie hat meine Haut beruhigt. Das ist ja das, was solche Masken hauptsächlich machen. Und ich fand die ganz nett. Die ist mit irgendeinem Teeextrakt und mit Glycerin und mit irgendwas fermentiertem Extrakt. Und mit Gurke und Frucht und
Teebaum, irgendwas. Ja, Xanthamgum, Glutamat, die, ich kann keine Inhaltsstoffe. Schaut bei der lieben, Nathalie vorbei. Nathalie Nord Beauty, die kennt sich ein bisschen besser mit Inhaltsstoffen aus als ich. Ich freue mich nur, wenn eine Maske in meinem Gesicht funktioniert. Die habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist die Face Mask Soothing Charcoal. Ne, die war in der Box drin, Entschuldigung. Genau, das ist eine beruhigende Maske gewesen. Die war Nüss. Genau, Nüss ist das neue Wort, wenn wir nass und dünn in einem Wort sagen möchten, okay? Die war Nüss, die war toll, die war mega angenehm. Und ich habe die Reste von der Maske, wie auch alle anderen, ne, wenn ich da halt noch Serum auf meinem Gesicht drauf hatte, mit meinem PMD Rose Quartz Roller eingerollt. Also das ist mit Wärme und dann vibriert der und das fühlt sich einfach geil an, Leute. Wirklich geil. Den habe ich auch meinem PR zugeschickt bekommen, beziehungsweise da habe ich einen Produkttest gewonnen. Genau, ja, fand ich nice, hat mir gut gefallen. Schön. Gibt es auf jeden Fall bei uns im Marktkauf, aber ich weiß nicht, wo es die sonst noch gibt. Dann habe ich hier von It's Skin eine Maske, auch wieder was Koreanisches, auch wieder von Vani, würde ich jetzt mal vermuten. Rose Moisture and Vitality Mask Sheet und ja, das war okay, aber hat total schlecht auf meinem Gesicht gesessen. Ich habe ja eine große Rübe, ne? Das ist jetzt ja auch wirklich nicht, was kann man dagegen vergleichen? Was habt ihr vielleicht zu Hause? Ich habe keine Ahnung. Was habt ihr zu Hause? Vielleicht so ein Setting Spray von Morphe, ich weiß es nicht. So in Relation zu meiner Rübe. Also im Prinzip ist mein Kopf größer als das Setting Spray von Morphe. Kann man das so sagen? Weil da oben geht es ja noch weiter. Egal. Auf jeden Fall hat die nicht gut gesessen. So. Dann habe ich von Nuvos Heilerde die Hydro Booster 2-Phasen-Pflege gemacht. Du hast erst eine reinigende Maske und danach hast du einen Gesichtsbooster, was quasi so, ja, so ein Serum ist, ne? Und das war eine Crememaske und Stinkeserum, habe ich mir hingeschrieben, läuft. Aber sehr wirksam, habe ich hingeschrieben. Okay, ein Stinkeserum. Mir hat der Duft also offensichtlich nicht gefallen. Zur intensiven Tiefenreinigung, ideale Vorbereitung für den Booster ist halt die Maske. Und danach hast du den Hydro-Booster, der spendet nachweislich intensiv Feuchtigkeit mit Langzeiteffekt. Ja, ne, polstert die Trockenheitsfältchen auf und macht alles wundervoll. Das ist doch mal was hier. Okay, dann kommen wir jetzt mal weiter zur Gesichtspflege. Da habe ich ein Gesichtspeeling leer gemacht. Das habe ich von der lieben Marie zugeschickt bekommen. Das ist das Honey Milk Smooth Face Scrub. Das hat schön gepeelt. Das war auch mit, ich glaube, das war ein Zuckerpeeling, ne? Müsste das gewesen sein. Den Duft mochte ich aber überhaupt nicht. Also, nee, den fand ich, wenn du so ein Pöttchen riechst, fand ich das geil. Das ist so süß, vanillig, hat mir gut gefallen. Aber wenn ich das auf mein Gesicht gegeben habe, es hat schon nach sehr natürlicher Vanille gerochen. Also wenn du quasi eine Vanilleschote im Laden kaufst, die halt wirklich in diesen Gläschen drin sind, dann riecht diese Vanilleschote manchmal ja noch so ein bisschen herber. Was ja eigentlich positiv ist, wenn man einen natürlichen Vanilleduft riecht, ne? Ich mochte das aber nicht auf meinem Gesicht, bin ich ehrlich. Ja, hat mir leider nicht so gut gefallen, aber es hat schön gepeelt. Also das will ich nicht abstreiten. Ein weiteres Peeling, was ich aufgebraucht habe, ist ein... Endlich habe ich das aufgebraucht. Ist ein Lippenpeeling gewesen von Manakadar. Das Lippy Love Lip Scrub. Ich mag von Manakadar das Puder ja so irre gerne, aber dieses Lippenpeeling, das war nichts für mich. Ich habe das auch ein bisschen ausgekratzt und so. Anfangs, wenn ich damit über die Lippen gegangen bin und so gepeelt habe, war das mega geil. Wenn ich dann aber... Also je tiefer ich quasi kam, desto weniger Peelingpartikel waren da drin. Das war einfach wie eine Lippenpflege. Und das hat für mich keinen Sinn mehr ergeben. Und irgendwann waren halt einfach die Peelingpartikel weg. Fand ich schade. Naja, das ist jetzt Restmüll. Halbe Stunde in eins durchreden. Ich muss mir mal eben kurz meinen Lippenstift nachlegen. Denn der ist nicht wasserfest. Ist von Altera der Tulip. Den finde ich schön. Ist übrigens ein Fullface Altera, was ich trage. Was übrigens echt ein Kampf war. Aber der ist halt sehr... Der geht halt schnell weg, ne? Also das ist traurig. Okay, also jetzt machen wir weiter mit dem Gesicht. Von Yepoda habe ich ja auch ein paar Produkte zugeschickt bekommen. Und die habe ich leider schon alle aufgebraucht. Da habe ich einmal The Bubble Double. Das ist mit Salicylsäure und ein ganz toller, angenehmer Schaum. Also ganz toll. Wirklich toll. Den fand ich richtig klasse. Yepoda hat mich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen dazu animiert und auch ein bisschen mehr... dahin geführt in dieses Double Cleansing. Yepoda ist eine Marke, die hat ihren Sitz in Deutschland. Ich glaube, Berlin müsste das sein. Wohnt ihr in Berlin? Steht hier nicht drauf.
glaube schon. Auf jeden Fall ist es eine deutsche Marke, die aber koreanische Kosmetik herstellen, was ich so geil finde, weil die sich halt davon inspirieren lassen haben. Ich frage auch nochmal, ob der Gutscheincode noch geht. Dann blende ich ihn mal ein und in der Infobox und überhaupt. Genau. Was wollte ich dazu sagen? Fand ich geil. Der hat mein Gesicht beruhigt, der hat mich irritiert, der hat es gereinigt und ich weiß nicht, ich vermisse ihn ein bisschen. Ich vermisse ihn wirklich ein bisschen. Vielleicht hole ich ihn mir nach. Ich weiß es echt nicht. Ich habe noch so viele Schaumreiniger da, die ich eigentlich erst aufbrauchen wollte. Genauso wie auch den Calm Balm, ne? Aber die Produkte waren so gut. Die haben so toll funktioniert bei mir. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der aufgebraucht. Das kommt halt hier in so einem Pumper raus. Da kann man theoretisch... Will ich das überhaupt wegschmeißen? Da kann ich mir nämlich theoretisch alles andere reinfüllen. Nö, das will ich gar nicht wegschmeißen. Und dann kann ich da nämlich andere Reinigungsprodukte mit aufschäumen. Ich wollte es mal ausprobieren. Den stelle ich mir zur Seite. Das kriege ich wohin. Dann habe ich auch von Yepoda The Mist Have, das ist ein, habe ich als Toner verwendet, ne? Ein Spray gewesen, was ich geil finde, weil ich fülle meine Toner eh immer um in Sprays mit Hyaluronsäure, Lavendel und das ist hydratisierend, revitalisierend und beruhigend. Das habe ich auch gefeiert. Das hat einen ganz tollen Sprühkopf und Monsieur ist eingepennt. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. Genau. Und das war nicht toll. Das war angenehm. Das hat mir gut gefallen. Das ist aus Glas hier unten. Das andere ist jetzt Plastik, aber das kommt dann halt weg. Also fand ich schön, ne? Das hat wirklich einiges gut gemacht. Also das ist halt auch preislich in Ordnung, ne? Also ich habe erst gedacht, geht das wohl? Ja, also wenn ich darüber nachdenke, das Gesicht ist das, was ich ja auch immer zeige, was ich in die Kamera zeige, was ich auf Fotos zeige, was ich im realen Leben zeige. Ich mumme mich komplett ein. Ich kann eine Mütze tragen, wenn ich schäbige Haare habe. Ich kann meinen Körper einpacken, wenn ich ein paar Kilos zu viel oder zu wenig drauf habe. Aber mein Gesicht ist das, was man halt immer sieht. Und wenn das nicht ordentlich aussieht, dann ist das blöd. Und dann gebe ich da auch lieber einfach mal ein paar Euro mehr für aus, ne? Weil das, glaube ich, echt preislich ging. Ich glaube, das komplette Dreier-Set hat auch irgendwie 99 Euro oder so gekostet. Mit dem Rabatt dann natürlich irgendwie noch 30% günstiger oder so. Also von daher, das geht, ne? Egal. So, dann komme ich jetzt einfach mal zum dritten Produkt, was auch von Yepoda ist. Das habe ich jetzt hier ein bisschen zugebaut. Das ist der Calm Balm. Der war geil mit Oliven und Kokosnussöl. Und der hat schön mein Make-up gelöst. Also ich hatte da wirklich keine Panda-Augen mit, ne? Wenn ich das verwendet habe, konnte ich mir sicher sein, wenn ich aus der Dusche rauskomme und mit dem Abschminkprozess fertig bin, dann habe ich nirgendwo auch nur noch ein Müh-Mascara-Krümel, ein Müh hier unten ne? Und an der unteren Gedönsengeschichte. Wie nennt sich das denn da? Untere Augenpartie. Geil. Oder, ne, dass halt mein Gesicht wirklich tiefengereinigt ist. Erst den Calm Balm, dann den Bubble Double, der jetzt da steht. Und das war toll. Also wirklich geil. Und ja, das hat mich halt auch nochmal ein Stück weit mehr dazu animiert, diese Balsame zu verwenden zur Reinigung. Fand ich geil. Genau, Plastikdeckel. Und das hier unten ist Glas. Richtig toll. Milchglas. Voll schön, hochwertig. Tolles Hautgefühl. Du brauchst nicht viel davon. Echt. Ja, von solchen Produkten bin ich jetzt eher ab. Das ist von Purito, das From Green Cleansing Oil. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Das hatte ich, bevor ich meinen Calm Balm verwendet habe, in Anwendung gehabt. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass ich da nicht hundertprozentig mit zufrieden bin. Genau, da war auch noch irgendwie nur noch so ein Stritze drin. Ich finde, dass ich einfach davon so Panda-Augen und so ein Kram bekomme. Ich weiß nicht warum, weil im Prinzip müsste das ja eine relativ ähnliche Inhaltsgeschichte sein, wie der Calm Balm, nur halt eine andere Konsistenz, ne? Keine Ahnung, vielleicht hilft es, dass quasi dieses Balsamgedöns direkt auf den Augen schmilzt und dadurch besser das Make-up löst, das weiß ich nicht. Aber naja, auf jeden Fall ist das jetzt aufgebraucht, habe ich von YesStyle mal zugeschickt bekommen und ja, das hat mir halt nicht so gut gefallen, muss ich leider gestehen. So, dann habe ich noch zwei weitere Produkte von Dalton, die ein bisschen angespackt sind, weil sie in der Kerze lagen. Da habe ich einmal Derma Control, also beides ist Derma Control, ne? Die beiden waren in diesem Set mit drin. Einmal Clear Skin Purifying Tonic, das war ein Toner. Den habe ich mir abgefüllt und dann quasi als Spray auf mein Gesicht gegeben. Das hat meine Haut auch schön beruhigt und hat mir gut getan tatsächlich. Und dann habe ich die Purifying Cleansing Milk. Die ist halt zur Gesichtsreinigung beim Double Cleansing.
Fernsehen gewesen bei mir, dass ich das unter der Dusche verwendet habe. Das ist angespackt ohne Ende, Leute. ja, und hat mir auch gut gefallen. Also es hat meine Haut gut vertragen und sie hat es nicht irritiert oder so. Habe ich dadurch eine mega reinere Haut bekommen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich habe trotzdem hier noch die Maskne, ich habe immer noch die Rötung und ich habe das, ich glaube gestern, habe ich den Toner aufgebraucht und dann habe ich umgestellt auf meinen neuen von Glim You. War okay. So, dann habe ich hier von Dear Claire's den Supple Preparation Facial Toner. Ich glaube, da fand ich den Duft nicht so geil. Moisturizing Skincare Program. Das war in einem Adventskalender drin. Ich glaube, von Flaconi. Genau. Und das ist halt ein Toner gewesen. Nee, das war noch ein anderer. Der ist von der Konsistenz her so gelig, was ich sehr interessant fand. Ja, aber der hat schon einen Duft. Sehr kräuterig. Ja, aber den fand ich in Ordnung. Ne? Also das hat meine Haut... Also sie ist dadurch nicht irritiert gewesen. Verwende ich ja gerne, bevor ich dann meine Serum-Geschichte aufgebe, Tagescreme und so weiter. Ne? Gibt es einen Toner. Den hier fand ich überragend tatsächlich. Das ist von Good Molecules, der Niacinamide Brightening Toner. Also das ist von den Tonern, die jetzt hier auf dem Tisch stehen, der beste gewesen. Also der kickt sie alle vom Stuhl, auch hier Poda tatsächlich. Ist super günstig und richtig geil. Niacinamide sind ja dafür zuständig, dass sie die Haut beruhigen. Und das habe ich hart gemerkt, also sanft, also toll habe ich das gemerkt. Ich habe es gemerkt. Das ist mit Vitamin C gewesen, deswegen muss man aufpassen, dass man auf jeden Fall Lichtschutzfaktor danach verwendet. Aber du hast halt bei Good Molecules, das ist glaube ich... Ich glaube, das ist die Eigenmarke von Beautylish, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die gibt es auf jeden Fall dort zu kaufen und ich fand den toll, der hat mir richtig gut gefallen. Und ist halt eine Glasflasche, ne? Mega geil. Ist so ein bisschen Apotheker-Design, weil das halt dieses bräunliche, diese bräunliche Farbe hat. Ich fand den klasse. Doch, der hat mir gefallen und hätte ich keine Toner mehr da, wäre das auch ein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Durch diverse Beautyboxen komme ich aber nicht in die Bedrulle, dass ich hier keine Pflegeprodukte mehr hätte, glaube ich. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht, das war im By Terry Adventskalender. Baume de Rose Bifas Make-up Remover. Das ist halt so ein klassischer Zwei-Phasen-Make-up-Entferner gewesen. Und Leute, als ich den verwendet habe, der hat einfach mein Make-up nicht richtig runtergenommen. Und da habe ich einfach so wieder zu schätzen gelernt, wie toll eigentlich meine Calm Balm und aktuell von Elemis habe ich auch so einen Cleansing Balm. Wie geil ich die einfach finde und wie furchtbar ich diese Dinger finde, die, wo ich mit dem Pad dann über die Augen reibe und mir dann Wimpern ausfallen und so. Nee, aber ich habe es halt aufgebraucht, weil es ein kleines Produktchen war. Ne? Da habe ich gedacht, komm, kriegst du wohl noch hin, Claudinchen. So, dann habe ich hier ein... Ich habe so viel an Körpersachen aufgebraucht, Leute. Wahnsinn, aber es war halt trocken und ich musste mich ständig eincremen. Ne? Teilweise habe ich mich dann auch nochmal mitten am Tag eingecremt, weil meine Haut so wehgetan hat und gespannt hat. Okay, The Body Shop hatte ich, glaube ich, im Adventskalender oder so drin. Kokonut. Ich mag nicht gerne Kokosnuss. Kokosnuss als Körpergedönsen, als Duft, Exfoliating Cream Body Scrub. Das hier war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also das war ja wirklich wenig Produkt drin, aber es war gut. Doch, also riecht halt nach Kokosnuss. Ne? Den Duft fand ich aber tatsächlich okay und das ist halt auch nur ein Scrub gewesen. Ich habe mich nur eben eingescrubbt und dann abgescrubbt und dann war es das mit dem Scrub. Und ja, das hat halt grobe Peelingpartikel drin, die man hier auch sehen kann. Das ist halt wirklich Kokosnuss. Das ist nicht scharfkantig eigentlich. Ne? Das sieht man auch richtig. Das sind richtig runde Peelingpartikel. Hat mir schon gefallen. Doch, ne? Ja. Würde ich mir das nachkaufen? Wahrscheinlich eher weniger. Nee. Nee, muss ich ehrlich sagen. Würde ich nicht. Eine Handcreme habe ich leer gemacht, die war im Bett. Clinique Deep Comfort Hand and Cuticle Cream, also Hand- und Nagelhautcreme. Ja, die fand ich in Ordnung. Ich glaube, die fand ich sogar mehr als in Ordnung. Warte mal, lass mal nochmal zurückversetzen in die Zeit, der Zeit, wo ich es verwendet habe. Riecht noch nichts, okay. Mir fällt gerade ein, ich habe gestern Abend noch eine Handcreme leer gemacht, die liegt noch im Bett. Die kommt dann ins nächste Aufgebrauch mit rein. Okay, ja, hat die Hände wohl gepflegt und hat mir gut gefallen. Doch, würde ich sie nachkaufen? Nein, weil sie so teuer war. Das Produkt habe ich als Körper-Scrub verwendet von Evoluderm. Das ist eigentlich ein Fußpeeling gewesen. Habe ich für den Körper verwendet, fand ich nicht geil. Aber ich meine, es ist eigentlich auch ein Fußpeeling. Das heißt, es muss auch nicht so ultimativ krass geil riechen. Aber, ne, soll es ja auch nicht vom Körper nehmen. Habe ich gemacht, war okay. Aber ich mochte den Duft nicht so ultra gerne.
Mahlzeit. Simi, du hast gerade gerülpst. Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört. Dann habe ich noch was für die Füße verwendet, und zwar Fußwohl, Wohlfühlbalsam für seitig weiche Haut mit Arganöl und Cupuaçu-Butter. Das habe ich, oh je, ich glaube von Sandra hatte ich das, ne? Ich hab mir das an der Seite hingeschrieben, aber Leute, es ist futsch. Ich habe mich sehr viel damit eingecremt. Immer abends werden die Füße eingecremt. Das fand ich toll. Das hat die Füße ordentlich gepflegt, nachhaltig gepflegt, hat mir gut gefallen. Und das würde ich mir auch nachkaufen. Gibt es im Rossmann. Dann habe ich ein weiteres Fußprodukt auch gekauft. Sammy, was machst du denn da? Er weiß es nicht. Okay, von Alverde. Das war im Adventskalender. Sanft pflegende Fußcreme mit Bio-Pfefferminzextrakt. Das war auch okay. Das mochte ich wohl. Hat mir gut gefallen. Ne? Meine Füße wurden gepflegt, wurden nicht so sehr gepflegt wie jetzt mit dem von Fußwohl, muss ich gestehen. Dann habe ich ein Produkt zweckentfremdet und es halt für die Füße verwendet. Und zwar war das in der Goodiebox drin, glaube ich. Blossom and Blossom Wonder Worker Multitasking Balm oder in der Lookfantastic Box. Ich weiß es gerade nicht. Habe ich auf jeden Fall für die Füße verwendet. Am Anfang dachte ich, dass es mega geil meine Füße pflegen würde, aber von Zeit zu Zeit habe ich gemerkt, dass es meine Füße eigentlich so ein Stück weit ausgetrocknet hat. Denn ich habe mega die Hornhaut davon gekriegt. Also würde ich nicht empfehlen. Sammy, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Dann habe ich geduscht. Besser ist das. Palmolie, verwöhnte Tonerde, Cremedusche, da ist noch ein bisschen was drin. Ist jetzt runtergelaufen, ne? Fand ich okay. Fand ich vom Duft auch okay, aber irgendwie hat mich diese Farbe irritiert. Ich weiß es nicht. Dieses Krankenhaus mit Grün fand ich jetzt nicht so geil. Das mit der Rose war schon eine nice Kiste. Hat auch gut gerochen. Aber ja, war okay. Von Jova E habe ich auch aus dieser Beauty Love the Natural Box die Gel-Dusch, das Relaxing Moisturizing Shower Gel leer gemacht. Das war dieses hier. Das fand ich vom Duft her gar nicht toll. Fand ich irgendwie so, hat auch irgendwas Muffiges mit dabei gehabt. Ja, nee, nicht eher so chemisch. Mochte ich nicht so gerne. Nee, hat halt sauber gemacht, aber würde ich mir jetzt anhand des Duftes nicht nachkaufen. Dann habe ich etwas leer gemacht, was auch in der Cloudy-Box drin war. Ich nenne sie jetzt die Cloudy-Box, okay? ja, von Yoga-Junkies. Hallo Herzblatt von Tee bei TT Sepp, die Rosenblüte, Kardamom, Cremedusche, und die fand ich geil. Die hat echt ein schönes Pflegegefühl gemacht, die hat gut gerochen, das war nur eine Probe leider. Aber die würde ich mir nachkaufen, wenn ich keine Duschpflege mehr hätte, was ich noch habe, definitiv. Okay, ich habe noch mehr geduscht, und zwar gab es dann aus dem Rituals Adventskalender das Foaming Shower Gel Amsterdam Collection Tulip and Japanese Yuzu. Ich mag die Rituals, ich oute mich jetzt mal ein bisschen, ne? Die Rituals Duschgele, die so aufschäumen, mag ich nicht so gerne. Zum einen, weil dieses Viech so unglaublich schnell leer wird, also das ist innerhalb von einer Woche oder so aufgebraucht gewesen. Und außerdem gibt mir das nicht, also wenn ich Duschschaum habe, ne, dann so ein Bilou-Schaum oder so, der halt richtig Fluffelschaum hat, richtig geiles Zeug, hast so ein Schaumvieh in der Hand, kannst dich mit einschäumen, läuft. Das hier ist so ein Schäumchen oder so ein Zwischending zwischen Schaum und Duschgel. Das finde ich ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Macht mir nicht so viel Spaß. Und unter der Dusche möchte ich Spaß haben beim Duschen. Das ist meine Me-Time. Das brauche ich. Genau. Deswegen ist das jetzt definitiv kein Nachkaufprodukt für mich. Und auch keine Empfehlung. Vom Duft her war es okay. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Da mag ich lieber andere Sachen. Etwas, wo ich jetzt ein bisschen länger dran geknapst habe, aber was ich dann aufgebraucht habe, ich glaube, das Video zu der Box, wo es drin war, oder zu der Asam-Wundertüte, ist immer noch nicht online. Aber es ist in der Pipeline, Leute. Es kommen halt so viele aktuelle Videos dazwischen. Und die Wundertüten-Aktion ist ja auch schon eine Weile her, ne? Ja, egal. Kommt irgendwann online, Leute. Auf jeden Fall habe ich dieses Duschgel leer gemacht. Das ist von dem Asam, das Day Glamour Duschgel mit 500 Millilitern. Das ist meine Hausnummer. Aber ja, ich dusche oft tatsächlich und regelmäßig. Also mindestens zweimal am Tag. Und, ach Quatsch, mindestens einmal am Tag. Es roch gut. Wie so ein schönes Parfum. Ein wirklich schönes Parfum. Ja, kann man wohl so sagen. Würde ich jetzt aber tatsächlich gar nicht nachkaufen. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Aber ich fand den Duft jetzt nicht so umwerfend, als dass ich ihn mir nachkaufen würde. So,
Jetzt kommen wir zur Körpercreme und auch da ist einiges leer geworden. Ich fange mal mit den kleineren Sachen an. Da habe ich von Polar die Nuit Polaire Polar Night Moisturizing Body Milk leer gemacht. Das war ja auch ein winzig kleines Ding, ne? Leute, ich bin ja groß. Ich bin 1,73 Meter groß, dementsprechend, ne? Und wenn man sich dann regelmäßig eincremt, also mindestens einmal am Tag, dann ist es nun mal so, dass man auch recht viel aufbraucht und das habe ich offensichtlich. Schäme ich mich dafür? Ein Stück weit, ja, irgendwie schon. Aber irgendwie bin ich auch stolz auf mich. Okay, auf jeden Fall fand ich die ganz nice. Ich bin jetzt kein Ultra-Fan von Polar. Das sage ich auch immer, wenn ich die in den Beauty-Boxen drin habe. Im Gesicht vertrage ich das nicht so gut. Ja, als Körpercreme war das ganz schön. War auch schön reichhaltig. Würde ich jetzt aber so nicht nachkaufen, weil die ist halt schon sacken teuer, ne? Aber war halt eine schöne, reichhaltige Kiste. Dann habe ich hier von The Body Shop ein kleines Ding leer gemacht. Und zwar das For Sensitive and Dry Skin Body Butter Almond Milk and Honey. Also mit Mandel, Milch und Honig. Auch das war eine schöne, pflegende Kiste. Ich mag halt super gerne diese Body Butterse von The Body Shop. Weil die halt bei meiner trockenen Haut, gerade so im Frühling, Winter, ne, da habe ich halt extrem trockene Haut. Da reißen die halt echt einiges bei mir, weil die von der Konsistenz her so toll sind, schön einziehen und so. Die mag ich gerne. So, dann habe ich leer gemacht. Auch das war in dieser Beauty Love The Natural Box. Da habe ich echt viel schon von leer gemacht, weil ich das direkt in Anwendung genommen habe. Terre de Mar, das ist ein Immunienz, Body and Hand Nourishing Milk, ja. Da waren auch nur 100 Milliliter drin, habe ich ruckizuck leer gemacht. Das war wirklich sehr orientalisch vom Duft her, Leute, ne? Wir haben hier so Läden, da kannst du Räucherstäbchen kaufen und so, ne? Sehr orientalisch unterwegs, da kann man auch vielleicht unter der Ladentheke das ein oder andere erstehen, man weiß es nicht, aber genau so riecht es. Genauso wie diese Läden riecht es. Und ja, deswegen, ich hatte das auch in meinem Unboxing gesagt, dass mich das an solche orientalischen Läden erinnert. Ich glaube, dass da tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes mit reinspielt, was ich bislang in meinem Leben auch nur gerochen habe und nie selber zu mir genommen habe, weil ich ein vernünftiger Mensch bin. Okay, aber jeder so, wie er mag und solange jeder sein Leben in den Griff bekommt, wie kam ich jetzt auf das Thema? Ziemlich bekloppt, aber gut. Solange jeder sein Leben in den Griff bekommt, ist alles in Ordnung, oder? Genau, so, war pflegend, hat halt sehr witzig gerochen und hat mich an meine Jugendzeit erinnert. Dann habe ich hier von Ahuhu Shea Kakao Intensive Care, intensive Pflege mit verwöhnender Shea und Kakaobutter und Kakaoextrakt. Das hat halt wirklich sehr geil nach natürlichem Kakao gerochen, ne? Und es war sehr pflegend. Da konntest du auch nicht viel von nehmen, da musstest du immer nur ein bisschen nehmen und das dann verteilen. Ansonsten hat es halt geweißelt, aber der Duft, ey, der ist schon Kakao, ne? Als hätte ich mich in Kakao gewälzt. Schon geil. Ja, war toll. Schöne Winterpflege. Ja, und den Bottich hier habe ich auch noch leer gekriegt, ne? Den hatte ich auch in meiner Wundertüte, die immer noch nicht online ist. M.A.Sam Bath and Body Tuberose Ilang Ilang Körpercreme. Die mochte ich gerne. Die habe ich, also ich war zum einen froh, als ich sie aufgebraucht habe, weil das halt immer so ein großes Vieh ist. Andererseits traurig, weil das so geil gerochen hat. So. Fruchtig süß, blumig. Ich mochte das. Also ich mochte das wirklich. Und das hatte ich so ein Bottich mit. Was ist da drin? 500 Milliliter. Läuft bei ihm, ne? Aber im Asam hat er halt vier solche großen Bottiche. So viel zum Eincremen meines Körpers. Machen wir weiter mit sonstigen Körperprodukten. Da habe ich hier was von Yessa. Und zwar meine Intimpflege Waschlotion sensitiv parfümfrei mit Aloe Vera und Milchsäure. Genau, das ist halt schön für den intimen pH-Wert, sage ich jetzt einfach mal, geeignet. Ne? Nicht nur, wenn ich meine Erdbeerwoche habe oder Los Vojos, sondern auch, wenn ich einfach generell lebe, ist es einfach so, dass ich mich gerne untenrum pflege und auch, ne, da entsprechend Produkte für verwende, dass alles läuft, wie es laufen soll. Nein, dass alles gut riecht. Witzigerweise habe ich ein einziges Deo aufgebraucht. Offensichtlich, ja, habe ich nicht so viel Deo verwendet. Ich glaube, ja. Egal. Ja, das ist von Darf Pflegegeheimnisse, das Deo hier, pflegendes Ritual gewesen. Mit Kakao und Hibiskusduft. Ja, das hat gut gerochen, ne? Definitiv. Hatte ich das in der Box drin? Ja, das hatte ich in der Box irgendwie mit drin. Hier steht nichts drunter und das habe ich mir nicht selber gekauft. Ich fand das schön, das hat mich gepflegt und gleichzeitig halt auch erfrischt. Aber ja.
wäre kein Nachkaufprodukt, weil eigentlich die Deos, die ich mir kaufen möchte, befinden sich in Sprayflaschen. Also in Sprayflaschen. Oder sind halt fest, cremig oder sonst irgendwas von der Konsistenz, ne? Genau, hier habe ich von Juno & Me auch ein Produkt schon aufgebraucht. Das habe ich euch in meinem Influencer-Markentest-Video gezeigt. Bra auf, Mask on. Das ist eine 3-in-1 Booby Boost Pink Clay Mask. Ziemlich witzig, also du hast da quasi eine Maske, die halt reinigend ist gegen so Dekolleté-Pickel. Dann hast du auch noch diese Jojoba-Perlen, die aufplatzen, wenn man das verreibt. Das ist dann quasi pflegend. Und? Was ist denn das dritte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, also es ist ein Glastiegel, das hier oben ist ein Plastikdeckel, der kommt natürlich in den Plastikmüll. Habe ich mit euch auch zusammen gemacht, ne? Also so schaut es aus. Das ist halt wie so eine ganz normale Clay Mask, die man auch so hat, ne? Also auch die Cetox Mask von Epoda zum Beispiel werde ich mir, weil das jetzt ja leer ist, demnächst auch mehr so hier hinschmieren. Bitte die Nippelpartie aussparen, ne? Da bitte nichts drauf schmieren, denn die möchtest du nicht reinigen. Da hat man selten Probleme, was jetzt irgendwie Unreinheiten angeht. Die hast du eigentlich mehr so wirklich auf der Haut und die Nippelpartie ist halt wirklich in, ja, auch sehr empfindlich. Also mach das nicht da drauf. Auf jeden Fall habe ich mir die freitags immer aufgegeben. Habe ich mir halt vorher, also ich habe bis hierhin, habe ich mir die aufgegeben, ne, habe ich mir wirklich hochgezogen und dann auch wirklich unter den Hupis an den Seiten dann hoch und ja, Dekolleté halt, ne. Und ich fand die gut, ne. Würde ich mir die nachkaufen? Nö, weil mir die dafür zu teuer ist, dann nehme ich lieber einfach eine ganz normale Clay Mask, die man auch ganz normal so im DM bekommt oder die ich halt da habe. Muss man halt nicht eine allzu teure nehmen, weil man doch relativ viel Produkt verwendet, denn Dekolleté und Halsbereich und Gedönsen ist halt eigentlich mehr Fläche als Gesicht, von daher, ne? Ja, oder man macht halt, wenn man sich sowieso eine Maske ins Gesicht gibt, dass man die sich halt auch wirklich mal über die Bubis runterzieht. Warum eigentlich nicht? Ich finde es einfach von der Idee her, von diesem Juno und Me Gedönsen ganz nice, dass man sich halt ein bisschen mehr so auf sich mal konzentriert und auch mal guckt, wegen Brustkrebs und so einem Kram. Das finde ich wichtig und deswegen fand ich das auch in meinem Influencer-Markentest ganz sympathisch und ja, habe das, glaube ich, sogar ja, empfohlen, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Ich habe gesagt, dass ich die gut finde. Ja. Jetzt habe ich nicht nur Durst, sondern ich kriege auch mittlerweile echt Hunger. Aber wir kriegen das hin. Wir haben noch so ein halbes Stündchen vor uns, denke ich mal. Ich habe hier noch ein bisschen was für die Haare aufgebraucht. Da habe ich einmal von Botanicals Fresh Care die Ingwer- und Korianderstärkende Spülung für geschwächtes Haar aufgebraucht. Ich habe ja meine Probleme mit meiner hinteren Kopfhaut, ne, dass ich da diese Stellen habe. Und ja, da wurde mir tatsächlich auch dieses Produkt empfohlen. Das habe ich auch da. Das Shampoo dazu ist noch bei mir in der Dusche in Anwendung. Finde ich übrigens auch gut. Schon mal Spoiler, ne? Den Duft muss man halt einfach akzeptieren, mögen, wie auch immer, tolerieren. Ist jetzt kein Ding, wo du dann unter der Dusche stehst und dir denkst, meine Haare. Aber es macht halt gepflegte Haare. Ich finde, meine Haare sehen auch sehr gut aus aktuell. Also von daher beschwere ich mich da nicht. Aber ja, es roch halt nicht so geil. Ingwer und Koriander halt. Aber es hat gepflegt. Es war gut. Etwas, was halt duftmäßig ziemlich geil abgeht, ist halt von Garnier Fructis, das Nourishing Banana Hair Food. Die habe ich beide von Marie, glaube ich, geschenkt gekriegt. So ist, glaube ich, besser, ne? Ja. Und ja, steht beides mal Marie drunter. Tada. Und die hat die mir geschenkt und fand ich total super. Ich liebe die Kur davon, ne? Die Haarmaske. Und auch die beiden sind echt toll. Die haben schöne Haare bei mir gemacht und die haben mir gut gefallen. Ich mochte es vom Duft her. Das ist sogar ohne Silikon und so ein Kram, was ich auch ganz nice finde. Und die haben meine Haare schön gepflegt. Dadurch habe ich irgendwie echt sehr griffige und voluminöse Haare bekommen, was ich jetzt bei meinem aktuellen Shampoo eher nicht so habe. Das pflegt schon, aber es macht jetzt nicht, dass es meine Haare aufpufft. Ne? Also die sind halt schon sehr schlaff. Ja, eine Maske habe ich aufgebraucht, die hatte ich mal von der lieben Nathalie Nordbeauty im Tauschpaket gehabt von Hair Biology, das Anti-Frizz and Illuminate, wie die wiederaufbauende Haarmaske, heißt die so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich die leer gemacht und die hat mir gut gefallen. Die riecht sehr, sehr geil. Hat so ein bisschen was Fruchtiges auch mit drin. Fruchtig fliegend, würde ich mal so sagen. Ich finde es geil, also die hat mir, also danke Nathalie, wirklich toll. Hat mir gut gefallen und ja, würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich ja immer dienstags und freitags andere Shampoos, als ich das an den anderen Tagen habe. Und da habe ich dann halt meistens kleine Shampoos in Anwendung. Da hatte ich einmal aus der Claudibox, ja, Langhaar Mädchen Shampoo Intense Repair Kokosöl und Buriti Öl. Das fand ich auch ganz nice.
hat meiner Kopfhaut gut gefallen, hat auch meinen Haaren gut gefallen, habe ich auch schöne Haare von bekommen. Das könnte ich mir sogar vorstellen, in groß auch nachzukaufen. War halt eine feine Kiste. Dann habe ich aber eine Spülung auch leer gemacht, die Spülung, ja. Die habe ich dann ganz normal generell montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags verwendet, genau. Softening Conditioner, das machst du halt nach dem Shampoonieren rein, weil im Adventskalender von Aveda Cherry Almond. Ich mochte den Duft nicht, aber die Pflege war gut, war in Ordnung, hat mir gefallen. Und das gebe ich mir so ab Ohrläppchen abwärts rein. Ne? Also quasi von hier runter, genau da, wo ich meine Haarmaske auch auftrage, trage ich dann auch Conditioner auf, nicht in den Haaransatz. Das Produkt habe ich verwendet und das habe ich schon mehrere Monate in Gebrauch gehabt. Von Glisskur Anti-Spliss-Wunder-Versiegelungsserum für splissgeschädigtes Haar. Das habe ich, nachdem ich mit dem Frottieren meiner Haare durch war, also ich bin dann quasi aus der Dusche raus, habe sie abgetrocknet, in meinen Haarturban gemacht, habe dann angefangen, mich einzucremen und so weiter. Und bevor ich halt geföhnt habe, habe ich mir das in die Längen gegeben, also auch wieder Ohrläppchen abwärts. Das hat die Haare eigentlich schon ganz schön gepflegt, aber ich fand es in der Applikation blöd, weil das ist ein Pumper, ne? Das ist halt wie ein Serum, kommt es raus und dann gibt es in die Hände, dann macht man das halt so und dann in die Haare rein, in die Längen reingeben. Ich mag lieber die Sprühkur, die ich aktuell in Anwendung habe. Das ist Rescue Me irgendwas, keine Ahnung. Die macht meine Haare deutlich besser. Das hier war schon ein ziemlicher Kampf für mich, das aufzubrauchen, weil ich das Produkt nicht so hart gefeiert habe. Ich habe schon gemerkt, dass es meine Haare auch so ein bisschen Anti-Frizz-Effekt behandelt hat, ne, und auch gepflegt hat. Aber es hat mich nicht so sehr vom Hocker gehauen, dass ich da jedes Mal gerne zu gegriffen hätte und ich habe mich echt zwingen müssen. Hier habe ich ein Shampoo leer gemacht, was echt nicht geil vom Duft war, aber was echt gut gereinigt hat. Authentic Beauty Concept Replenishing Cleanser for Damaged Hair und das war auch in einem Adventskalender drin. Auch das, glaube ich, Flaconi Adventskalender. Derbe krasse Pflege, wirklich. Also meine Haare haben sich toll danach angefühlt. Aber vom Duft her, wie ein Männerduschgel. Also, ich vermisse manchmal diesen Moment, wo ich in der Dusche stehe und, ne? Ja, ja, Herbal Essence, das ihr wisst Bescheid. Okay, dann habe ich hier von der lieben Karin, ist aber schon Ewigkeiten her, For Your Beauty solche Haargummi-Viecher, Invisibobble-ähnliche Produkte leer gemacht. Die sind mir tatsächlich sehr, sehr häufig gerissen, ja. Aber, ne? Ansonsten mache ich das ja auch so, dass ich dann immer meine ausgeleierten Invisi-Bubbles nehme. Erst in heißes Wasser, dann in kaltes Wasser, dann in heißes Wasser, dann in kaltes Wasser. Das, ne, macht dann, dehnt sich aus und zieht sich zusammen, sodass es dann wieder in seine Ursprungsform zurückkommt. Einigermaßen kann man so dreimal machen und dann ist es hin. Oder es reißt einmal halt irgendwann. Ne? Ja. Wie lange habe ich noch? Ich krieg das hin. Dann habe ich, also, ne, Uhr läuft 30 Minuten und da muss neu und bla. Okay, Urban Alchemy habe ich hier so ein Haarturban aufgebraucht. Das ist umständlich, aber hat einen tollen Effekt gegeben. Seidenglanz, glatt gepflegt. Das war den Aufwand definitiv wert. Ich weiß nicht, was ich da für einen Lack gesoffen habe, aber ich war offensichtlich sehr begeistert von dieser Haarmaske. Jo, ne, das ist halt leider eine Einmalanwendung. Das ist ein bisschen schade. Was ich auch aufgebraucht habe, sind Haarvitamine. Die sind immer mal wieder in Beautyboxen drin, die sind auch mal irgendwo in den Adventskalendern drin gewesen. Würde ich mir im Leben nicht kaufen. So, das nur mal so, by the way. Aber ich verwende sie, das ist übrigens kein Haarvitamin, Claudia. Ich verwende sie, weil sie lecker schmecken, weil sie auch was bewirken. Also bei mir bewirken diese Haarwachstumsserien auch wirklich, dass bei mir alles an Haaren wächst. Aber auch wirklich alles. Das heißt, da musst du dich auch wirklich jeden Tag unter den Achseln rasieren, wenn du die durchnimmst, ne? Darf man nicht vergessen. Ich finde sie aber lecker, ich nehme sie auch wohl und ne, ich wollte es nur einfach nur nochmal zeigen und dazu sagen, das ist jetzt von Hair Lust gewesen, Hair Growth Formula, ne? Ich glaube, davon durfte man sogar 3 nehmen. Waren das nicht sogar 3? Weiß ich nicht. Doch, 3 Gummis pro Tag, norm. Ne? Das ist halt lecker, das ist süß, aber es ist halt auch sehr förderlich für die Achsel- und Co-Haare. Genau, das habe ich auch leer gemacht von Hum. Das war auch in einer Box mal irgendwo mit drin. Glow Sweet Glow. Da habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass es, also Feuchtigkeitsspenden für strahlende Haut mit Hyaluronsäure, Vitamin C und E. Da habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass meine Haare super davon gewachsen, ach Quatsch, dass meine Haut davon ordentlich gestrahlt hat. Ne? Ich trinke in letzter Zeit einfach mehr Wasser. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Muss ich sagen, kein Effekt. Spürbar, sichtbar. Ja, jetzt geht's noch weiter mit
ja, Haushalt und Co. nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe ein paar Raumbedufter näher gemacht. Das hier war bei uns in der Küche. Das hat man ungefähr gar nicht gerochen. Das ist schade. Das kann man, ich weiß nicht, wo kaufen. Ich glaube, Denk mit war das, ne? Ja, das war nicht so intensiv, muss ich sagen. Hat mir nicht so gut gefallen und würde ich auch nicht nachkaufen. Würde ich nicht so empfehlen. Was ich aber gut fand, ist das hier. Genau, das hatten wir bei uns auch stehen und das kommt von, ja, auch irgendwo aus der Drogerie. Das hat tatsächlich ordentlich Duft gegeben. Also, das ging ab wie ein Zäpfchen. Das war im Badezimmer. Das war krass. Und solche Dinger finde ich auch ganz praktisch. Wir haben zwar auch unseren Airwick-Sprüher, da komme ich auch gleich zu, aber ja, das ist halt so ein typischer Badezimmerduft, Leute. Ne? Aber ja, fand ich sehr intensiv, sehr effektiv, sehr intensiv, ne? Ja. Und das hier geben wir bei uns halt immer in unseren Airwick-Sprüher. Das ist halt für generelle Raumbeduftung und du riechst einfach nicht, wenn jemand vorher vielleicht ein bisschen länger mal auf der Toilette war und so. Ist ganz nett, ne? Wir haben zwar zwei Klos, aber trotzdem bis zu 70 Tage Duft. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Du hast ja auch verschiedene Stufen. Also ich würde sagen, alle zwei Monate mache ich so ein Filler oder einmal im Monat. Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt eins für zwei Monate hier drin. Aber ja, ne? Ja. Läuft. Die hatten wir bei uns, sieht echt nicht mehr schön aus, in der Küche stehen, die Balea Küchenseife, reinigt mild, bla bla bla, mit Granatapfel. Finde ich ganz nice. Wir haben sowas mittlerweile in unserem, von Emarco habe ich das zugeschickt bekommen. Das ist so ein automatischer Spender und dann kommt das automatisch von oben runter. Da muss man nur die richtige Stufe einstellen. Es gibt eine Stufe, das habe ich gemerkt, da gehen die Batterien so schnell von leer. Da ist es quasi permanent auf an oder so. Also das läuft nicht permanent durch, aber das ist halt irgendwie auf permanent an. Und die andere Stufe, die man einstellt, ist so eine reagier nur, wenn ich wirklich sehr, sehr nah rankomme. Irgendwie so den Dreh. Ne? Genau. Aber sowas finde ich ganz gut, weil ich bin da halt viel am Kochen und dann habe ich oft mal was an den Fingern, an den Händen und so weiter. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass Danny Pelletier und Maxime Giacomo eine Community Edition rausgebracht haben von einem Kochbuch. Und darin findet ihr auch ein Rezept von mir. Das habe ich an Danny geschickt und er hat es auch mit reingebracht. Heute ist der 11.04. Heute ist nämlich das Video dazu online gegangen zu Claudias weltbester Paprika Carbonara. Freut mich voll, es hat ihn geschmeckt. Ja, genau. Ich verlinke euch das Buch mal und den Shop von Danny in der Infobox, dann könnt ihr mal vorbeischauen und ja, ne, ihn gerne unterstützen. Er hat einen Eigenverlag, einen Selbstverlag nennt sich das, glaube ich. Ich mag die Bücher sehr gerne. Ihr seht meine Reviews oder meine Buchbeschreibungen, Buchreviews dazu auch auf Instagram, falls ihr mir dort noch nicht folgt. AIYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, ne? Ja. Ja, kleine Werbung an dieser Stelle einfach mal. Okay, sowas verwenden wir auch ab und an mal oder eigentlich schon regelmäßig, muss ich gestehen. Die Domol feuchten Allzwecktücher habe ich jetzt hier exemplarisch. Ja, wenn mal was daneben geht oder wenn du mal eben kurz über den Tisch wischen willst oder sonst irgendwas, ne? Die gehen dann halt auch recht schnell leer. Wenn ich hier so einen fetten Foundation-Fleck oder sonst irgendwas auf dem Tisch mal wieder fabriziere, ne, einfach mal kurz drüber wischen und weg ist das. Oder wenn man einen Hund hat, manchmal muss man auch mal was vom Hund wegmachen. Ich finde das einfach sinnvoll und deswegen haben wir auch immer feuchte Reinigungstücher dafür, wenn es mal schnell gehen muss. Ich habe euch jetzt ja die ganze Zeit schon von Waterdrop erzählt. Hier habe ich auch drei Microdrinks leer gemacht. Das ist Love gewesen. Dann habe ich hier Youth und ich habe hier Focus. Ich mag die alle gerne. Das erfrischt mich halt, ne? Und ich werde animiert zu trinken. Und, da kommen wir nochmal zu. Ich habe mir ein Air abgekauft. Nicht, weil ich das wollte, sondern ich habe eigentlich, also ich mache ja diese Influencer-Marken, bla bla. Influencer machen Werbung für alles, teste ich jetzt auch mal ausgedünst. dass ich mir von Lindo da die hohen Rabattcodes halt hole. Und ja, dann halt die Sachen bestelle. So, und eigentlich wollte ich partout kein Air-Up mit reinnehmen, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, alle reden nicht gut davon. Habe ich jetzt aber bestellt, weil mein Freund sagte, oh, mein Kollege hat das und ich fände das auch mal cool. Vielleicht hole ich mir mal ein. Ich sage, nee, Moment, ich hole das hier und teste das hier bei YouTube. Ich warte noch auf ein paar Produkte, habe aber auch schon in der Zwischenzeit dann das ein oder andere hier ausprobiert, unter anderem auch den Air-Up. Und was ich übrigens relativ lecker finde, wenn ich ehrlich sein darf. Also es gefällt mir tatsächlich. Also da kommt noch eine positive Review zu. Und wir haben ja auch noch den SodaStream. Also wir sind ja, was Wasser angeht, sehr gut ausgestattet. Also Waterdrop, AirUp und SodaStream. Und dann haben wir so ein bisschen mal gesprochen darüber. Auch so Kosten, Folgekosten, bla bla bla. Und
Und dann habe ich mir einfach mal den Spaß erlaubt, da war mein Freund duschen und ich habe mich einfach hingesetzt und habe mir das mal so ausgerechnet. Das gebe ich euch auch als Info in diesem Influencer-Markentest-Video, was noch irgendwann gedreht wird und online kommen wird, ne? Und da hat Waterdrop als günstigster abgeschnitten. Weil da musst du halt auch bedenken, du hast halt keine Zusatzkosten, wie jetzt zum Beispiel diesen Wasser-Gedünsten, ne? Also dass du halt Luft reinkriegst beim SodaStream. Beim AirUp hast du halt, dass du diese Flasche mitkaufen musst und du kannst diese Pots nur in Verbindung mit der Flasche verwenden. Waterdrop kannst du überall reinmachen. Also nur jetzt unabhängig davon, dass ich eine Kooperation mit denen habe, also quasi, dass ich Produkte von denen zugeschickt bekomme, einen Rabattcode an euch geben kann. Es ist ja nicht so, dass ich dafür bezahlt werde, ne? Und Leute, meine Meinung ist unbezahlbar. Nein, aber ne, das ist halt meine persönliche, und das sind ja auch Fakten, ich habe es ja auch für mich selber mal so ausgerechnet, ich weiß, den Zettel habe ich ja auch irgendwo da hinten liegen, genau, sage ich euch mal nochmal die konkreten Zahlen, Rechenbeispiel, bla. Auf jeden Fall haben die echt am besten abgeschnitten. Du brauchst einfach nur ein Glas, einen Behälter, dann Kraneberger Wasser rein und dann Drop rein. Ne? Das ist, ja, ist halt auch die Frage, wie intensiv du das dosiert haben möchtest. Ich mache mir immer einen Drop, entweder auf einen Liter zum Beispiel für Tee, ne, für Micro-Tea, oder hier sind, glaube ich, 600 Milliliter drin. Mir würde es aber auch reichen, dass ich einen Drop in einem Liter Wasser drin habe. Lange Rede, kurzer Sinn, kann ich wirklich empfehlen, und hätte ich keine Kooperation mit denen, ich würde mir auch weiterhin selber die Produkte davon kaufen, weil ich einfach die Produkte feiere und einfach diesen Mehrwert für mich persönlich sehe. Etwas, was ich von dem lieben Jan einmal zugeschickt bekommen habe, ist ja mein Party-Light-Paket gewesen. Und hier hatte ich noch welche drin, und zwar die Holy Jolly Berry. Das sind so Votivkerzen. Und die habe ich auch endlich mal in einen Votivkerzenhalter gegeben. Und dann sind die auch rückstandslos weggebrannt, Leute. Ja, ich habe es ein bisschen verkackt, ich habe es ein bisschen falsch angewendet vorher. Mittlerweile weiß ich, wie das geht, aber es war, glaube ich, meine letzte Packung davon. Die haben gut gerochen, aber jetzt nicht so aufdringlich, ne? Das hat mir gut gefallen. Toller, intensiver, sanfter Duft. Kann man das so sagen? Also es war schon ein schöner Duft, der hat den Raum erfüllt, aber es war nicht so, dass ich da Kopfschmerzen von bekommen habe. Ja. Geile Geschichte. Dann habe ich hier meine Menstruationspflaster mal wieder verwendet von Facel. Die finde ich klasse, die finde ich am besten, weil du hast hier, also die gibt es ja auch von SOS, ne? Die sind, zum einen sind die SOS-Pflaster teurer und ich finde sie unbequemer. Denn Leute, wir sind alle keine 90, 60, 90, ne? Das sind wir, glaube ich, alle nicht. Das ist einfach hier mit so einer, nicht Sollbruchstelle, mit so einer Knickfalte drin. Und ich trage das ja so, dass hier oben dann so meine Bauchfalte drauf ist und das da unten ist dann quasi Richtung Intimbereich halt runter, ne? Das machst du halt genau da, wo du deinen Slip halt auch trägst. Am besten nicht so, dass du dir noch Haare ausreißt, aber das kriegen wir alle hin. Du kannst es dir theoretisch auch auf die Kleidung kleben, dass du es quasi dann umgedreht dann auf dir drauf hast. Ich klebe mir das aber wirklich immer direkt auf den Bauch und ich feiere das halt. Ich feiere, dass es diese Knickfalte drin hat. Ich feiere, dass es mich wirklich... dass es mir wirklich hilft und mich vor Regelschmerzen bewahrt. Das ist toll. Das ist echt toll. Du hast hier leider nur zwei Pflaster drin. Reicht aber für meine Probleme definitiv, weil ich habe meistens einen Tag, wo es wirklich weh tut und wo ich, manchmal auch wirklich so doll Schmerzen habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Aber da hilft es mir. Mir hilft auch viel zu trinken dann in der Zeit. Prost. Da gibt es auch von SodaStream übrigens den Iso-Drink und der ist sehr, sehr hilfreich in Phasen, also generell Iso-Drinks, ne, sind generell sehr, sehr hilfreich, wenn du deine Los Vojos hast und ja, das hilft. Kann ich nur so mal als Tipp weitergeben. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dann habe ich das selber ausprobiert, weil mein Freund das halt auch viel trinkt und ich kann es nur unterschreiben, stimmt. Kann nicht richtig trinken. Mhm. Dann habe ich auch in der Claudi Yoga Junkies Box diese Maske drin gehabt. Die ist jetzt bei mir am Bett. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal warm und kalt verwendet. Meistens liegt sie aber einfach nur neben meinem Bett und ich habe dann meistens keine Lust, nochmal separat aufzustehen. Dann mache ich mir aber einfach diese Blobbelseite, diese Gel-Knubbelseite auf die Augen und das kühlt angenehm meine Augen. Und wenn ich zum Beispiel, manchmal habe ich die Sache, dass ich nicht einschlafen kann, dann hilft es wirklich, wenn ich mir diese Flauschi-Seite auf die Augen mache, denn probiert das mal aus. Also wenn ihr so im Bett liegt und ihr müsst schlafen, aber ihr könnt nicht schlafen, ne? Das hat man ja manchmal, nehmt eure Hände, am besten macht sie vorher warm und nehmt nicht irgendwelche Eishände und legt euch die nur so auf die Augenlider drauf. Es ist so angenehm und man wird dadurch auch automatisch müder.
Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es hilft. Und mit dieser Maske kriegt man das auch ganz gut hin, mit der Flauschi-Seite. Dadurch werde ich müder, mit der Gel-Seite werde ich wacher. Also, ist schon cool. Und die kannst du halt auch noch erwärmen bzw. erkalten. Ich weiß gar nicht, 2 Stunden machst du die entweder in deinen Kühlschrank oder du machst die 20 Sekunden in deine Mikrowelle. Ich weiß nur nicht, bei wie viel Watt. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ganz wenig, Leute. Weiß nicht, 400 Watt oder so. Ausprobieren. Soll ja nicht platzen, das Ding. Wir haben uns natürlich auch weiterhin die Hände gewaschen und da haben wir von Palmolive das Luminous Oil Handseifengedönsen genommen. Verführerischer Duft, Macadamiaöl und Pfingstrose. Das stand bei mir am Waschbecken. Das fand ich toll. Das hat gut gerochen. Das hat meine Hände schön sauber gemacht, aber nicht ausgetrocknet. Und das fand ich gut. Ich mochte auch den Pumper. Ist auch nicht so spackig geworden. Ne? Dann habe ich hier von This Works das Love Sleep Pillow Spray verwendet. Wir haben ja eine Zeit lang richtig häufig dieses Deep Sleep Pillow Spray oder Love Sleep Pillow Mist, bla bla, in Boxen drin gehabt. Ich denke so Richtung Weihnachten oder so wird es auch mehr kommen, auch in Adventskalendern und so. Ich finde das super toll. Ich sprühe das immer so ein bisschen auf unser Bett und dann hat man diesen schönen Duft in der Nase. Und das, ich weiß nicht, es ist auch so, wenn ich die Bettwäsche ganz frisch gewaschen habe und draufziehe, man schläft einfach 5 Milliarden Mal besser. Und ich glaube, dass das Spray das auch bewirkt. Dieses, ich steige in ein frisch gewaschenes Bettgefühl, auch wenn ich eine Woche schon die Bettwäsche drauf habe. Ne? Deswegen mega geil und... Hab noch ein paar Backups, aber wenn sie leer sind, dann muss ich mal gucken, ob... Es gibt mittlerweile auch Alternativen. Ich glaube, von Isana hat mal irgendwie eine andere YouTuberin was in die Kamera gehalten, wo ich direkt gedacht habe, yay, da muss ich demnächst mal gucken, wenn ich irgendwo in der Drogerie bin, wenn. Okay, es war natürlich auch ein bisschen Gemütlichkeit angesagt, deswegen sind auch Kerzen leer geworden. Rose Duftkerze habe ich hier einmal leer gemacht. Das ist, weiß ich nicht, so eine gewesen. Die ist so abgebrannt. Die war, glaube ich, hier bei mir im Hintergrund, oder? Nee, Quatsch, die war im Wohnzimmer. Ja, ein angenehmer Rosenduft. Ich weiß noch nicht, wo die herkommt. Ich weiß es echt nicht. Habe ich mir die gekauft? Habe ich die geschenkt gekriegt? Keine Ahnung. Ganz schön viel Glasmüll heute, ne? Die ist ganz schrecklich abgebrannt. Das müsste eine Kerze von Denk mit oder so gewesen sein. Ich glaube schon. Also man sieht es, ne? Da ist noch richtig viel Wachs drin. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich eine ganz verrückte Biene wäre, das ganze Wachs immer rauskratzen, mir das einschmelzen, Melz davon machen, mir einen Meltwarmer kaufen und dann diese Melz verwenden. Nee, Leute, da bin ich kein Fan von. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Super, super angenehm, hat man aber ungefähr gar nicht im Raum wahrgenommen. Also deswegen musste ich auch gerade nochmal richtig dran riechen, aber habe ich nichts von wahrgenommen. Und die war auch bei uns im Wohnzimmer. Dann habe ich hier, das war in einem Zuschauerpaket mal drin, als ich mehrere Zuschauerinnen zusammengetan habe und mir ein wundervolles Paket gepackt haben, da habe ich auch immer noch, sieht man glaube ich gar nicht, nee, jetzt sieht man das nicht, aber da oben sind ja meine Parfums und hinter meinem Parfumrondell habe ich das Bild, was mir da gemalt worden ist, mega geil. Da waren auf jeden Fall solche Kerzen auch drin und die haben auch einen ganz leichten Duft. Aber das ist auch nicht wirklich wahrnehmbar. Das ist eher so fruchtig Mango-mäßig, wie die Farbe auch schon aussagt. Die ist eigentlich ganz gut ausgebrannt, ne? Das ist auch von Party Light eine Kerze gewesen. Genau. So, noch eine Kerze habe ich hier. Die hat extrem gerußt, ist aber perfekt runtergebrannt. Das ist eine von Douglas gewesen tatsächlich. Ich glaube nicht. Doch, die hat wohl einen Duft gehabt, aber den habe ich nicht gerochen. Ich zeige euch mal, wie die abgebrannt ist, Leute. Das sieht echt traurig aus und irgendwie auch ein Stück weit gruselig, ne? Also die ist halt vollkommen rückstandslos runtergebrannt, was echt geil ist. Und wenn man mag, kann man sowas, solche Gläser natürlich auch aufbewahren und dann Teelicht da reinmachen und dann hat man ein eigenes selbstgebautes Teelicht oder so. Aber ich habe mittlerweile so viele davon. Da brauche ich keine mehr von. Ja, deswegen. Aber halt richtig krass runtergebrannt, wie man das so sieht. Irgendwas ist da auch unten geschmolzen. Das sieht nicht gesund aus. Okay, so, dann habe ich zum Pinselwaschen 2 verschiedene Seifen verwendet. Die hier war mal in der Elektra Beauty Box drin. Argan Sauce Soap, das ist so ein Seifenstück gewesen. Die habe ich dann sowohl zum Händewaschen verwendet, als auch für meine Pinsel. Das war so ein, ne, ist halt ganz normal bei mir am Waschtisch. War ganz gut, die hat meine Pinsel auch gut gereinigt. Die hier habe ich aktuell noch in Anwendung, die ist noch nicht ganz aufgebraucht. Bei der muss ich sagen, dass meine Pinsel... Dadurch, hier sieht man das auch, so einen leichten, ja ganz leichten weißen Schleier oben drauf kriegen. Ich meine, solche Pinsel sind ja nicht dafür gemacht, um damit, ach Quatsch, solche Seiten sind nicht dafür gemacht, dass man jetzt explizit seine Pinsel damit reinigen soll. Aber das ist halt, was passieren kann, da muss man halt aufpassen. Genau, deswegen wieder
wieder zurückstecken. Ist von Pharma Verde, die Aloe Vera Handseife. Und jo, so schaut die Verpackung aus. Die war irgendwo mal in der Apothekenbox mit bei, als ich die, als ich eine zugeschickt gekriegt hatte. Dann habe ich hier noch ein Nagellackentfernerpöttchen. Die mag ich ja super gerne. Ne? Das ist ja, habt ihr mir empfohlen, kaufe ich mir immer wieder nach. Von Ebelin Nagellackentferner Express. Da steckst du einfach deinen Finger rein, da ist so ein Schaumstoffpad drin und dann drehst du deinen Finger und dann geht der Nagellack ab. Glitzernagellack ist immer noch ein bisschen hartnäckiger. Da habe ich tatsächlich auch noch Wattepads, die ich dafür verwende. Verwende ich auch für meine Füße, weil meine Füße kriege ich hier nicht reingesteckt. Und wobei ich aktuell gar nicht meine Fußnägel lackiere, was ein bisschen weird ist, aber gut. Genau, da steckst du einfach deinen Finger rein. Und ja, diese krasse Glitzernagellacke, wie jetzt zum Beispiel dieser hier, das ist einer von Essie. Den werde ich nicht einfach so damit abkriegen. Ne? Da wird wahrscheinlich, also diese feinen Pigmente werden davon abgehen, aber das grobe Glitzer kriegst du damit eigentlich nicht wirklich ab. Dann gehe ich da nochmal wirklich mit einem Wattepad und mit Nagellackentferner, den ich auch noch separat habe, drüber. Ansonsten ist der echt geil, weil das halt echt schnell funktioniert, ne? Muss man sagen. Was trinken? Und dann kommen wir zu dekorativer Kosmetik, der Endspurt, Leute. Eins habt ihr eben schon gesehen, also weil ich kriege hier gerade diesen Kloß im Hals, ne? Von Morphe, das Continuous Setting Mist, habe ich aufgebraucht. Das hat mir ganz gut gefallen, würde ich mir aber jetzt so nicht nachkaufen, weil mittlerweile gibt es so viele wundervolle Setting Mists von so viel netteren Marken, um das mal so zu sagen, die auch einen schönen Sprühstrahl haben. Hier ist es natürlich ganz toll, ne? Du drückst drauf, es ist wie bei einer Deo-Flasche, es ist ein durchgängiger Sprühstoß, du musst nicht machen, sondern du hast voll geil. Aber würde ich jetzt so nicht weiter unterstützen und mir da weiter was von holen. Deswegen, ja, ist es jetzt einfach mal aufgebraucht. Ja, dann habe ich eine BB-Cream aufgebraucht, die ich ganz toll fand von Emborian. Die BB-Cream Korean Formula, das ist auch so eine, wie hat Nadine das genannt? Hybrid-Kosmetik, ne? In der Farbe Nude hatte ich das. Das war so schnell und einfach. Also du hast hier dekorative Kosmetik in Verbindung mit Pflege. Und das war toll. War auch meine Farbe, hat mir gut gefallen. Kann ich empfehlen. Ist jetzt nur leider... Oh nein! Ich mache hier einen Blödsinn. Ich sammle doch meine dekorative Kosmetik. Siehst du? So passiert sowas, ne? Ich muss aufpassen. Dann habe ich ein Produkt nachgekauft, aufgebraucht, was ich wahrscheinlich nie mehr nachkaufen kann. Und zwar ist es von Becker, denn die Marke wird es ab September ja nicht mehr geben. Das Hydra Mist Set and Refresh Powder. Hatte ich mal so eine kleine Größe drin. Das gab es auch irgendwo mal in einem Adventskalender oder gratis mit dabei. Ich habe es so gefeiert, dass du hier sogar ein Netz drin hattest und so. Das war echt schön. Und das hat schön, also es hat schön mein Gesicht gemacht. Ne? Also ich habe unter den Augen das verwendet zum Setten und ich möchte euch jetzt keine lange Nase machen, aber das ist echt geil. Falls ihr dazu ein Dupe kennt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Also, ne? Dann kann man das ja mal austesten, aber das war echt gut. Und ich habe ja so eine trockene Haut, da brauche ich ja nicht dieses ganze Mattieren und so. Von Too Faced habe ich den Hangover Replenishing Face Primer leer gemacht. Das war auch so eine kleine Probe. Ihr merkt, ich mache mich jetzt auch gerade an meine kleinen dekorativen Kosmetikprodukte ran, damit sie einfach mal so langsam leer werden. Denn ich habe teilweise die Sachen ewig und 3 Tage schon da. Der war okay, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich gestehen. Hier steht ja drauf, dass er extra hydratisierend sein soll. Nicht unbedingt. Dann habe ich ein Parfum leer gemacht und das war böse, denn ich habe mich verliebt. Flower Bomb von, also Flower Bomb Midnight von Victor and Rolf. Also es war so eine kleine Probe, die ich mal irgendwo bei hatte. Dann habe ich das aufgesprüht. Ich glaube, in der Box war das drin. Und da habe ich gedacht, boah, scheiße, geil. Das riecht so toll. Oh. Aber es ist echt teuer und ich habe eigentlich genug Parfums, ne? Da muss ich jetzt echt keinen Blödsinn machen und mir das kaufen. Dann habe ich von Caudalie das Eau de Beauté leer gemacht. Das ist eigentlich so ein hydratisierendes Spray, aber ich habe das als Fixing Spray verwendet. Das ist halt Naturkosmetik und das merkst du. Du kannst es nicht Ewigkeiten offen haben, dann fängt es irgendwann an zu stinken und das macht halt gerade bei Fixing Spray keinen Spaß. War aber okay. Ich habe es mehr so als Refresher verwendet oder als ich habe meine cremigen Texturen aufgetragen, dann kommt das Fixing Spray und das Setting Spray drüber und dann geht es weiter mit den Puderprodukten und wenn die dann gesettet werden müssen, dann verwende ich aber etwas, was auch ordentlich Kabuff macht, ne?
So, dann habe ich hier eine Mascara. Die ist per se ganz schön, aber super schnell aufgebraucht gewesen. Für den Preis ist es echt traurig. Von Nee, die habe ich mal zugeschickt bekommen. Deep Black Extension Mascara. Das ist diese hier. Die ist mir viel zu schnell leer gegangen. Leider. Also, weiß ich nicht. So ultra häufig habe ich die nicht verwendet. Hat so ein Gummibürstchen. Ja, die hat eigentlich ein schönes Ergebnis gemacht. Die mochte ich auch wohl leiden. Hat die Wimpern schön voluminisiert und verlängert. Aber ja, ist halt super schnell jetzt leer gegangen. Schade. Dann habe ich hier von Catrice, das ist einer meiner absoluten Favoriten und ich muss wieder einen Schluck trinken. So langsam kommt es hier, ne? Die Glam and Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Die ist so geil. Die kannst du entweder unter jeder Faserbürste verwenden, sage ich jetzt einfach mal. Denn wenn du die wirklich kontinuierlich verwendest, oder du kannst sie solo verwenden, ne? Wenn du die kontinuierlich verwendest, soll die dafür sorgen, dass deine Wimpern wachsen. Mega geil. Und also auf sowas stehe ich für 4, 5 Euro, ne? Wahnsinn. Und das hat ein Gummibürstchen. Und die trennt die Wimpern, die gibt Volumen, die ist schön. Die hat so ein ganz kleines, feines, niedliches Gummibürstchen, ne? Die finde ich großartig. Ja, ja, aber die habe ich dann unter meiner L'Oreal Air Volume zum Beispiel verwendet. Und das war eine ganz, ganz krass geile Kombi. Hier habe ich ein Produkt verwendet, da kriege ich jetzt leider nichts mehr raus. Ein Lippenprodukt, Avon True Nourishing Lip Oil, das ist dieses hier. Mega geil. Also wenn du Bock drauf hast, gepflegte Lippen zu bekommen und gleichzeitig so ein bisschen einen Effekt von dekorativer Kosmetik zu haben, zieht halt schnell ein und geht schnell weg. Deswegen musst du es immer wieder nachtragen, wenn du es theoretisch als Lipgloss haben möchtest, ne? Dann kann ich dir das Produkt empfehlen. Das ist ganz toll. Das war auch mal irgendwo in der Box mit drin. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat auch gut geschmeckt und hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier von Bare Minerals das Dew Mist Setting Spray. 10 Milliliter, das hat einen furchtbaren Sprühkopf gehabt, aber gut, das ist jetzt auch nur so die Probiergröße gewesen. Ich hoffe, dass, also, ne, für Bare Minerals hoffe ich, dass der reguläre Sprühkopf besser ist, aber das hat mich angesprungen wie sonst was, also furchtbar. Aber ja, ne, deswegen konnte es nicht wirklich zeigen, was es drauf hat, weil mich das halt so angesprungen hat, dass ich halt so Flatschen im Gesicht hatte. Ja. Kann ich leider nicht so viel zu sagen. 24 Hours Brow Setter ist mein absolutes Lieblings-Augenbrauen-Fixierungsprodukt. Trage ich heute auch wieder. Es tackert dir die Augenbrauen fest. Ich kann nichts anderes dazu sagen, als dass es dir die Augenbrauen fest tackert. Ich finde es geil. Ich feiere das Hardcore. Ich mag das richtig gerne. Das ist eine tolle Bürste. Die hat zwei verschiedene Enden. Jetzt oben ist es kürzer, unten ist es länger. Und da greifst du jede einzelne Augenbrauen-Haar-Geschichte mit und bringst sie in Form. Und das macht mir Freude. Es hält dann natürlich auch die Farbgeschichte an Ort und Stelle. Natürlich kann ich jetzt nicht über meine Augenbrauen rubbeln. Aber wenn ich jetzt mal eben so drüber gehe, ich habe nichts an meinen Händen. Gar nichts. Ne? Ich meine, gut, ja, ne, ja. Und hier ist auch nichts verwischt und so. Aber meine Augenbrauen sind halt nach wie vor noch irgendwie in Form und so. Ich mag das einfach. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr Lieben, das war's jetzt. Boah, ist das Video jetzt anderthalb, zwei Stunden lang geworden? Krass, ne? Ja, ich find's auch ein bisschen heftig. Ich hoffe, ihr habt wirklich was zu essen und zu trinken dabei gehabt. Ansonsten lauft gleich schnell los. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr das auf dem Handy oder auf dem Tablet guckt, dass ihr wenigstens eine Pinkelpause mit einbauen könnt. Ihr könnt natürlich auch mal auf Pause drücken, ne? So ist es ja nicht. Ihr Lieben, das war's jetzt hier und es ist ganz schön viel gewesen. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal es etwas regelmäßiger hochgeladen bekomme. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!